Ganz einfach. Ich bin es satt, von ihm zu träumen. Träume sind ungesund und sie zehren an den Kräften. Und ich will leben und die Herrin sein. Ich bin es leid, mich herzustellen, den Hökerweib und dir von meinen Nächten zu erzählen. Ich bin so gut wie krank. Und Kranke schwatzen von ihrem Übel, das ist alles. Und ich will nicht länger krank sein. Aber dann wurde mir so klar, dass ich das nicht mehr so weitermachen kann, dass das aufhören muss, dass das nichts bringt, dass man mit der Wahrheit leben kann und andere können das auch. Bin ich stehen geblieben und habe hingeschaut. 5 Minuten mindestens. Sie hat sowas gesagt wie, was guckst du so? Hau ab! Ich habe gesagt, ich bin verdammt froh, dass ich keine Drogen nehme. Sie wollte nach mir treten, konnte sich nicht mehr aufrappeln. Aber ich war wirklich froh in dem Moment, dass ich keine Drogen nehme und dass ich nicht im Dreck liege. Und dann habe ich noch gesagt, du wirst mir nicht mehr den Tag versauen. Gut, es gibt dich. Du bist 17, dein Leben ist am Arsch, aber meins noch nicht. Und es gibt nicht nur Verzweiflung. Ich schaue mir jetzt die Schwäne an. Mein Therapeut fragt mich, wie es mir geht. Gut. Ich stehe auf, ich gehe ins Bad, Augen, Ohren, Nase, alles da, wie gestern. In der Zeitung steht, dass irgendwo eine junge Frau an irgendwas gestorben ist. Ich bin 27. Ich sehe gut aus. Es geht mir gut. Ausgeschlossen zu sein. Vom Lichte des Himmels, vom Anblick der Felder und der Blumen. Meine Füße in Fesseln zu halten, dass ich nie wieder mit meinen Soldaten reiten, noch auf Berge steigen kann. Mich feuchte und faule Dunkelheit atmen zu lassen. Und allem, einfach allem fern zu sein, das mich zur Liebe Gottes zurückführen könnte. Du kommst mit diesen Schlichen mir nicht durch. Früh oder spät wird die Verachtung sich, mit der ich mich behandelt sehe, rächen. Du sagtest doch, und warst sehr wohl bei Sinnen, dass dich ein Hörner Schmuck nicht kümmern würde, ja, dass du sogar zufrieden
beißt, mir auf der Fährte schleicht. Wohlan, mein Freund, dein Wille soll geschehen. Bei wem muss ich mich abwenden und ihn sterben lassen? Glück, denn ich bin nicht still. Ich kann nicht still sein. Ich will wissen, was ich tun muss, um glücklich zu werden. Glücklich will ich wissen. Und ich will aber jetzt wissen, da ich nicht so lange Zeit habe, mich zu entscheiden. Du sagst, das Leben sei schön. Gut. Dann will ich jetzt wissen, wie ich es mich anstellen muss. Wie oft kann ich nicht sagen, aber öfters. Bei sowas zählt man doch nicht mit. Man zuckt zusammen bei jedem Schlag, als wenn man ihn selber kriegt. Ich hatte keine Ahnung. Ich kannte den ja erst ein paar Minuten. Das könnte ja eine alte Rechnung sein, die da am Abmachen waren. Nicht? Und dann kam schon zum Glück die Polizei. Ich gehe oft auf ihn zu. Ich fange ein Gespräch an. Ich schaue. Ich habe keinen Stolz mehr, keinen Kraft, um mich zu beherrschen. Gestern konnte ich nicht mehr an mich halten. Und da habe ich Onkel Vanya gestanden, dass ich ihn liebe. Sogar alle Dienstboten wissen, dass ich ihn liebe. Alle wissen es. Und er merkt mich überhaupt nicht.